Oh, ich bin auch müde. Dann lege ich mich erstmal ins Bett. Und schlafe eine Runde. Und trinke dabei erstmal noch einen Schluck. So. Weiter geht's. Und hier haben wir auch... Jawohl. Und Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Aber wir brauchen Fleisch. Nee, komm, vergammelt wollen wir nicht wieder essen. Obwohl, warte, ich glaube, es klappt, wenn man doch hier das isst und das isst und dann das isst. Dann ist man doch wieder gesund, oder? Ich habe gerade einen Apfel gegessen und ich wurde nicht gesund. Das ist doch mal einfach ein Indiz dafür, dass Obst gar nicht gesund macht und gar nicht vitaminhaltig ist. Überall diese Lügen. Überall werden sie verbreitet von jedem und von... Also irgendwie ist ein bisschen nervig hier mit den Ranken. Lianen. Das sind's. So, habe ich hier noch was anderes zu essen dabei? Ne, habe ich nicht. So. Boah, ich will so viel machen. Ich will auch ein bisschen weiter in die Richtung laufen und ich... Das Haus ist... Warum mache ich eigentlich das Haus jetzt weiter? Ich habe doch eigentlich gar keine Lust drauf. Kann mir das mal jemand verraten? So, das kommt wieder weg. Das war ja bloß zur Hilfe. Und das kommt hier auch nochmal weg. Ja, na. No. Einfach mal, wie genial ich bin. Ich bin einfach so schlau. Das ist... So. Dann mal gucken. Ich glaube, eigentlich wäre es schon besser, wenn wir... Erstmal hier das zumachen und dann, wenn es dann irgendwo hier zur Seite hoch geht, runter geht, meine ich. Aua. Oh, verdammt. Wie ich mir einfach immer wehtun muss. Also hier schwenke ich dann ja über aufs rote Holz, glaube ich. Also das dunkle, es ist ja nicht rot. Ah, nee, hier kann ich ja gar nicht, ne? Hier und so, weil da und so. Warte mal eben, ich mache jetzt hier erstmal, glaube ich, den Keller fertig. Naja, habe ich gar nicht dran gedacht. So. Ja, das sieht so blöd aus irgendwie. Und hier, was ist eigentlich da drunter? Da ist gar nichts, oder? Ne, das... Nichts. Dunkles Holz kommt dahin. Und hier, ja, da muss ich weißes Holz machen. Da muss ich einfach wegen der Decke, damit das symmetrisch ist. Also damit das farblich symmetrisch ist. So. Hey, und haben wir gleich wieder ein bisschen Sand. War geplant. Nee, das nicht. Was? Ach da. Ich dachte schon, ich habe kein dunkles Holz mehr. Was für eine mache ich da gerade? Kann mir das mal bitte jemand verraten? Das wäre eine Höflichkeitsgeste. So, da kommt nämlich das dahin. So, und da kommt das dunkle Holz hin. Ich hoffe... Na, oh, nee, komm schon. Ich werde gemobbt. Eindeutig. Das steht jetzt fest. Na gut, dann sieht es halt eben nur halb scheiße aus. Nein.
Sieht scheiße aus. Also haben wir hier wieder mal unseren Zweck erfüllt. Haben wir Leitern dabei? Natürlich haben wir keine Leitern dabei. Wie komme ich bitte darauf, dass wir Leitern dabei haben? Das ist doch einfach nur unmöglich. Warum habe ich Leitern dabei? Ich habe keine Leitern dabei. Niemals. So, warte mal. So. Ach, das heißt, hier kommen wir dann nicht weiter wegen dem... Kann ich wieder diese Treppe hinsetzen? Auch nicht, ne? Ich glaube, das mit dem Hearthstone Slab. Oder wie liegt der? Warum mache ich das nicht gleich so eigentlich? Kann mir das mal jemand verraten? Ich glaube nicht. Das ist... Oh. Ja, die Aufnahmesession ist super, ich merk's schon. Ich bin einfach nur so konzentriert und so bei der Sache. Ich weiß, warum ich es nicht mache. Weil dann genau das passieren würde. Aber das ist mir jetzt egal, weil... Ja, weil es breitet sich dann im Endeffekt eh in die Richtung aus. Eigentlich ist es ja... Ja, ist Latte. So. Was mache ich hier wieder rein? Mache ich hier ein Dreierfenster rein, glaube ich. Wo habe ich jetzt das Glas hin? Was, wie sieht denn das hier eigentlich aus? Naja. Ich sage, das wird einfach mal nichts. Und hier können wir einen Balkon reinmachen, wahrscheinlich. Hier können wir eigentlich auch eine ganze Glasfront reinmachen. Zwei haben wir da. Drei, wenn wir drei machen würden. Nee, dann wäre es unsymmetrisch. Passt so. Passt so, passt so, passt so. Und hier können wir dann eine Tür reinmachen, beispielsweise, um rauszukommen. Ich mache jetzt hier erstmal Glas rein. So, dann haben wir das Ganze jetzt erstmal vergrößert. So. Und dann könnte man ja im Endeffekt trotzdem eine Treppe, die da lang geht, nach unten machen. Weil das würde hier eh wieder zugemacht. Und zwar mit dem dunklen Holz. Sand brauchen wir. Jetzt brauchen wir definitiv Sand. Oh, blöd. Ja, ich mach's mal irgendwie so. Oh, wenn wir hier in der Nähe irgendwie eine Wüste hätten, das wäre einfach nur so super. Und Luft. Luft! Nein! Boah, warum war ich denn jetzt gerade so langsam? Sand, 19 Sand. Soll ich jetzt erstmal... Ja, komm, ich verbrate es erstmal hier an der Seite. Und habe ich Dreck dabei? Dreck habe ich... Habe ich dabei. Bloß damit wir hier... Sand sparen, weil ich habe da echt keine Lust, so wie Sand nur an dem Terraforming zu oder an der Vergrößerung des Grundstücks zu verblabbern. Das braucht's einfach nicht.
So. Ah, das muss doch ein zweiter vor, oder? Ja, muss es. Na gut, warte. Eigentlich fällt mir gerade auf, kann ich hier auch einfach den hier machen. Also jetzt natürlich erstmal vorläufig. Weil da sieht eh keiner. Also den Dreck dann dahinter. Ja, und hier geht's dann einfach ganz normal standardmäßig weiter. Und hier habe ich wieder zu viel Holz verbraten im Endeffekt. So, wir bauen wieder mal bis spät in die Nacht rein und das wollte ich nicht. So, mal schauen, wie es dann später aussieht, wenn es wieder Tag ist. Ah, ja. Und hier können wir auch mal Folgendes machen. Ihr seht schon, ich spare jeden Enden, wo es nur geht. Bloß damit wir da nicht das Problem haben, zu viel Sand zu verbrauchen. Vor allem jetzt im Moment, wo wir keinen Sand unbedingt haben. Ach, guck mal. Oh. Ja, tut mir leid, aber hier kriegen wir dich eh nicht mehr raus. Glaube ich. Boah. Jetzt habe ich gerade voll Schiss bekommen, dass da jemand kommt. So. So. Und den Kies, den habe ich ja auch hier. Was ist das? Ah, Tintenbeutel. Das ist ja cool. So. Reicht für den Anfang. Für den Anfang reicht jetzt erstmal. So, und ich glaube, ich höre jetzt auch gleich mal mit der Aufnahme wieder auf, weil ich habe wieder zu viel aufgenommen. Und außerdem muss ich gleich mal los in den Zoohandel. Wie gesagt, mir mal da ein paar Schlängelis angucken. Ach, ich bin gespannt. Ich muss zwar dafür quer durch die ganze Stadt reisen, aber ihr kennt ja immer diese damals, da gab es ja eine Sendung, ich weiß nicht, wer es von euch noch vielleicht kennt, eventuell. Das war der Crocodile. Nee, nicht, nee, doch. Crocodile Hunter hieß er, genau. Der ist ja gestorben, weil er von dem Stachelrochen da angegriffen wurde. Ich glaube, das hat man gehört, das ist schon ziemlich lange her eigentlich. Aber ich habe damals, als ich da Kind war, das lief, glaube ich, immer sonntags die Sendung. Habe ich das mit meinen Eltern immer so gerne geguckt, das war einfach nur eine Sonntagsbeschäftigung. Crocodile Hunter da zuzugucken, wie er da die Schlangen beim Schwanz packt und hochzieht und denen so, und uns da so alles erklärt. Das war schön. Ja, das hat man alles damals gemacht. Und jetzt ist er im Endeffekt, wegen dieser Arbeit dann auch gestorben bei den Dreharbeiten. Von der Doku, die unter Wasser, also so mit den gefährlichen Meeresbewohnern und sowas, wo er die zeigen wollte, wurde dann einfach von einem Stachelrochen mitten ins Herz gestochen, falls das jemand nicht weiß von euch. Steve Irwin heißt der, sobald ich, ja, Steve Irwin, so heißt der. Also wer Interesse hat, der kann auch gerne mal in YouTube da ein bisschen rumsuchen und da mal ein paar Videos anschauen. Da gibt es auch etliche Dokus hier auf YouTube, habe ich schon gesehen. Hab mir auch wieder ein paar angesehen, bloß halt der alten Zeiten wegen.
Und es war genauso geil, wie es damals war. Da gibt es ja noch einen anderen, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie der heißt, aber wie heißt denn der jetzt? Warte mal, jetzt ist mir noch ein. Ich weiß, es ist so ein langhaariger Gockel ist das. Das ist ein Fotograf und der fotografiert auch Giftschlangen und den habe ich jetzt auch hier auf YouTube so.